Hallo ihr Lieben, Food Diary Zeit. Ja, es ist wieder soweit. Es gibt wieder ein neues Food Diary von mir. Mein chaotisches Essverhalten und das ganz real, ohne irgendwas verstellt zu haben, sondern einfach chaotisch, ungesund, so wie ich einfach bin. Nichts ist hier verschönert, nichts, sondern so bin ich einfach, so fühle ich mich gut und so will ich einfach sein. So will ich einfach sein, ja. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Video. Über den Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, über ein kostenloses Abo natürlich auch. Im Anschluss, am Ende vom Food Diary, beantworte ich wie in jedem Food Diary eine Frage von euch. Also bleibt gerne bis zum Ende dran, es könnte spannend werden. Und jetzt schaut, dürft ihr es anschauen, sonst rede ich so viel. Ihr wollt nur ein kurzes Intro. Heute habe ich mal wieder total vergessen, damit ich, dass ich irgendwie essen wollte. Nee, ich habe sie vergessen. Ich hatte nur die ganze Zeit überall irgendwas zu tun, dass ich irgendwie nicht dazu gekommen bin. Und jetzt haben wir es einfach schon mal 16.20 Uhr. Naja, kommt ja häufiger bei mir vor. Ich habe jetzt ein Marmeladenbrot mit Butter und Marmelade und Käse. Und hier unten drunter Butter, Salami und Schinken. Ja, das ist so ein Rosenbrötchen. Schmeckt voll lecker. Und das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Ich habe so Kohldampf. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ihr habt richtig gehört, guten Morgen. Ich habe gestern wirklich nur die zwei Semmeln gegessen und sonst den ganzen Tag nichts mehr. Es war gestern ja Bierzeltzeit. Eigentlich habe ich mir gedacht, oh, dann esse ich noch was im Bierzelt. Aber da haben dann die Leute schon auf den Tischen getanzt und keine Ahnung, da hatte ich dann auch keine Lust mehr, was zu essen. Und so viel Hunger hatte ich dann irgendwie auch nicht. Und deswegen ist die eine Semmel eigentlich von gestern das einzige der Mahlzeit geblieben. Und jetzt ist ein neuer Morgen, 9.12 Uhr und ich habe Kohldampf ohne Ende. Ich bin natürlich dann spät nach Hause gekommen und bin gleich ins Bett gegangen. Ich bin, glaube ich, um 1 Uhr oder so zu Hause gewesen. Ich glaube 1 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr rum. Ich habe noch alle nach Hause gefahren. Ich war ja Fahrer und ja, da war ich müde, da hatte ich keine Lust, noch was, irgendwas zu essen. Aber umso mehr habe ich jetzt Hunger. Ich habe mir einmal eine Marmeladensemmel mit unten drunter gesalzener Butter gemacht. Übrigens habe ich jetzt gerade die hier, die Smobrotte vom Netto. Ist ganz okay. Dann habe ich mir nochmal eine Semmel gemacht mit Schinken. Schinken habe ich da auch. Ist vom Aldi. Schinkenbraten. Schmeckt ultra lecker. Ja. Und zu guter Letzt auch unten drunter Butter. Und auch hier unten drunter gesalzene Butter. Ja, übrigens, das ist die Marmelade gewesen. Die habe ich jetzt nicht gezeigt. Jetzt wollte ich das euch alles so cool zeigen. Unten drunter Butter mit Blütenhonig. Ja. Und das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. So, ich habe mir jetzt ein paar kleine Snackies, nehme ich mir mit. Also ein paar Salami-Snackies und einen Doppelkeks. Und wir haben es 10.18 Uhr. Wieso geht denn jetzt der Blitz an? Na, egal. Ich habe hier zwei Doppelkekse, die werde ich jetzt naschen. 15.44 Uhr haben wir es. Jetzt habe ich den Blitz immer noch an. Naja, egal. Zum Abendessen hat mein Mann leckere Bratkartoffeln mit Speck gemacht. Und wir haben es 19:15 Uhr. Ach Mann, jetzt habe ich wieder den Blitz vergessen auszumachen. Es tut mir leid. Jetzt esse ich noch das angebissene Brot von meiner Tochter auf. Das ist angebissene Butterbrot. Ja. Ich merke schon den Tag von gestern. Ich habe ja fast nicht viel, also gestern auf jeden Fall nicht viel gegessen. Und das ist dann bei mir meistens so, und vorgestern glaube ich auch nicht so viel, dass ich das dann irgendwann nachholen muss. Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Und jetzt habe ich mir mal die Doppelkekse rausgefischt und die werde ich jetzt erstmal vernaschen. Ja, diesmal die ganze Packung, weil ein, zwei Kekse, was sind das denn schon? Also es ist schon noch ein paar drin. Schon viele gegessen, aber ein paar sind noch drin. Achso, wie die Uhrzeit, Mai, 20 vor 8 haben wir es. 8.05 Uhr und ich habe mir jetzt einen leckeren Knoppers-Nussriegel geholt. Man hat es gar nicht erst gesehen. Ich habe mir zwei Tirolonis hier, diese längeren Würstchen da geholt und eine dünne Scheibe Käse, weil ich Lust auf was Herzhaftes habe. Und wir haben es 25 vor 10 Uhr, also vor 22 Uhr. Also irgendwie so. Also Uhrzeiten sagen kann ich auch nicht. Keine paar Minuten später und ich habe mir dasselbe gleich nochmal geholt. Jetzt ein bisschen mehr Käse und nochmal so zwei so Snackteile. Ist echt lecker, das so zu snacken. Jetzt bin ich gerade wieder zu meiner Süßigkeiten-Schublade gelaufen und habe mir ein Hanuta und ein Snickers geholt. Ach ja, ich bin mal wieder die Einzige, die noch wach ist und irgendwie habe ich die ganze Zeit Hunger und irgendwie bin ich müde, aber irgendwie will ich nicht schlafen und ach, kennt ihr das? Furchtbar.
Und irgendwie habe ich euch die Uhrzeit nicht gesagt. Wir haben es 22.15 Uhr. Oh, der Blitz ist noch an von gestern Abend. Guten Morgen, wir haben es 10.18 Uhr. Bin gerade fleißig am Video schneiden und bekomme da grundsätzlich Hunger. Deswegen habe ich mir jetzt auf die schnellen Keks geholt und werde dann später nochmal richtig frühstücken. Ach Mann, heute bin ich echt zu blöd, den Blitz auszumachen. Wir haben es natürlich nicht abends, sondern in der Früh, aber der Blitz ist immer noch von gestern Abend an. Und vergesst es immer nur wieder. Wir haben es 10 vor 11 schon. Echt jetzt? Ja, okay, wir haben es 10 vor 11. Ich habe mir jetzt zwei Dingsbums da. Wie heißen die Teile? So Snack-Salami-Teile halt geholt. So Peitschen, glaube ich, heißen die. Und einmal Marmeladenbrot mit unserer Butter, Marmelade und Käse. Ich habe mir jetzt ein Croissant geholt und einen Kinderriegel. Und das werde ich jetzt erstmal naschen um 1:15. Jetzt habe ich mir noch ein Wienerle geholt und wir haben es 10:01. 4 Sekunden später so ungefähr, jetzt habe ich mir noch einen Doppelkeks geholt. Ich habe mir jetzt gerade eine leckere Tassensuppe gemacht, also das sind diese Dinger hier. Diese Tassensuppe, ich habe jetzt nur eine Schüssel genommen, weil ich finde das halt praktischer zum Essen. Und die habe ich früher so gesuchtet und dazu immer am besten ein Butterbrot mit gesalzener Butter. Und die habe ich mir jetzt so ein praktisches Stückchen schon geschnitten und dann immer einfach reintunken. Und das ist so köstlich, Leute, es ist so köstlich. Ja, um 13.54 Uhr werde ich das jetzt erstmal essen. Jetzt habe ich mir ein Kinder-Country und ein Kit-Kat geholt. Wir haben es schon 2:30. Sag mal, ihr habt ja ein... Ich sitze gerade bei Oma und Opa und sie haben lecker Kleckselkuchen, meinen allerliebsten Kleckselkuchen gekauft. Und dazu trinken wir einen Kaffee. Also kennt ihr den Kuchen? Der ist so lecker. Also momentan ist meine Ernährung echt ein bisschen chaotisch, es tut mir leid, aber ich esse halt immer so, worauf ich Lust habe. Und jetzt habe ich mir so einen Peitschenstangel-Dingsbums geholt und wir haben es 8:45 Uhr, also 20.45 Uhr. Heute ist Tag der Suppen, glaube ich. Ich habe mir jetzt gerade eine 5-Minuten-Terrine Hühnernudeltopf gemacht. Ja, das muss jetzt ganz genau 5 Minuten ziehen. Und dann lasse ich sie mir köstlich schmecken. Ist halt voll praktisch, wenn man keinen Bock auf Kochen hat, so wie ich irgendwie. Beziehungsweise auf was anderes, gekochtes und so. Ja, ja, das schmeckt es sehr gut. 100 Jahre um heißen Brei geredet, aber nicht gesagt habe, wie viel Uhr es ist. Wir haben es 20.50 Uhr. Sind gerade alle nach oben geflüchtet und ja, ich nehme jetzt noch schnell Betthupferl mit. Und gehe auch nach oben. Also ich meine, meine Tochter ist jetzt schlafen, ja, heute ist Samstag, ich darf lange wach bleiben. Und mein Mann hat gesagt, ich gehe jetzt auch ins Bett. Und ja, allein will ich auch nicht hier sitzen. Also nehme ich ein Betthupferl mit und gehe auch jetzt hoch. Und wir haben es ja 9:15. Oh mein Gott, wir werden alt. Guten Morgen! Ja, das seht ihr, das Sonntagsfrühstück. Wir haben Semmeln aufgebacken, Brezen aufgebacken, ein bisschen Gurke und Tomate aufgeschnitten und aua und ja, alles so, was der Kühlschrank so hergegeben hat, rausgeholt. Ja, mein Mann hat alles rausgeholt. Man sieht, man hat meine Butter vergessen. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal frühstücken. Zum Mittagessen gibt es heute Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und wir haben es 12:50 Uhr. Jetzt habe ich mir gerade auch Butterkekse geholt, weil die Kinder gerade Butterkekse naschen und das so genüsslich, jetzt hat mir mein Mann auch noch eins geklaut, okay, aber jetzt auf dem Tisch liegen ganz viele, so genüsslich gegessen haben, dass mich das jetzt auch voll angemacht hat und jetzt esse ich erstmal ein paar Butterkekse. Wir haben 16.05 Uhr. 17.33 Uhr und ich habe mir jetzt gerade so Snack-Salamis geholt oder Peitschen oder wie auch immer. Wir haben 17.30 Uhr und ich habe gerade eine Schüssel Cornflakes gemacht. Jetzt habe ich mir gerade ein Eis geholt. Also ist gar nicht so mini, aber es ist auch kein großes Eis. Also es ist so eine Mittelgröße. Die habe ich letztens, habe ich die gefunden, glaube ich, beim Lidl. Finde ich voll cool, weil die nicht ganz so klein sind, aber auch nicht ganz so groß. Ja, und auf jeden Fall ist das Schokolade und das werde ich jetzt erstmal essen. Wir haben es 8:15 Uhr, also 8:20 Uhr. So, jetzt nehme ich mir noch ein Betthupferl mit, ein Knoppersriegel und einen Doppelkeks hier. Wir haben es 21.10 Uhr und ich wandere jetzt so langsam nach oben. Und deswegen wird das jetzt heute meine letzte Nascherei sein. Guten Morgen! Ja, ein neuer Tag, es hat begonnen. Es ist 8.54 Uhr
Und ich esse jetzt zum Frühstück erstmal eine Kinderschokolade. Ja, ja, cool, ne? Aber ich habe irgendwie ein bisschen Hunger. Hab aber jetzt keine Zeit, irgendwas Großartiges zu essen. Deswegen nehme ich jetzt schon Kinderriegel. Mmh, lecker. Ja, so sieht man schon nicht mal, was es ist, ne? Ich habe mir gerade Lasagne gemacht. Wir haben es 14.40 Uhr, also 20 vor 3. Und habe jetzt gerade die Lasagne in die Mikrowelle gemacht, also so eine Fertig-Lasagne. Und ich habe da voll Bock drauf gehabt. Die werde ich jetzt erstmal genüsslich essen. Es ist ja Frühstück und Mittagessen bei mir. Nein, Frühstück war Kinderriegel. Ha! So, jetzt gibt's Bauerntopf zum Abendessen. Um 17.19 Uhr. Lecker. Obwohl ich gar nicht so arg viel Hunger habe, aber ein bisschen esse ich jetzt trotzdem mit, weil es so lecker ist. Wir haben es 7:45 und ich habe irgendwie Hunger bekommen. Ich habe mir jetzt ein Salamibrot gemacht und drunter gesalzene Butter und ein paar Essiggurken drauf. Und wir haben es 7:45. 20.07 Uhr und ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen Bauerntopf gerade warm gemacht in der Tasse. Und dazu esse ich den Keks, den tunke ich dann immer so ein und das schmeckt so köstlich. Spaß, das ist mein Nachtisch. Natürlich tunke ich den nicht im Bauerntopf ein, aber ich musste irgendwie gerade selber lachen über mich selber. Kennt ihr das, wenn ihr einen Witz habt und den im Kopf schon 10-mal durchgesprochen habt? Na, egal. Auf jeden Fall esse ich jetzt Bauerntopf und als Nachtisch dann den Doppelkeks. 20.16 Uhr und jetzt gibt's ein Hanuta. Ich habe mir jetzt gerade ein KitKat und einen Kinderriegel geholt und wir haben 21.30 Uhr. Ich habe mir jetzt um 22.17 Uhr, ich hatte sowas von Bock auf Hafer-Crunchy-Müsli. Das habe ich mal beim Rossmann mitgenommen. Ich glaube, ich geschenkt bekommen, also würde ich es normalerweise nie mitnehmen. Ich glaube, das war so ein Geburtstagsgeschenk. Also wenn man so eine Rossmann-App hat, da gibt man ab und zu auch mal was geschenkt, wenn man Geburtstag hat. Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen probiert. Schmeckt ja mal voll lecker. Also so richtig crunchig und also kann ich echt empfehlen. Ja, auf jeden Fall esse ich das jetzt erstmal. So, jetzt am Ende darf ich ruhiger und langsamer reden. Ich versuche jetzt immer das Intro am Anfang wirklich kurz zu halten. Es fällt mir wahnsinnig schwer, weil ihr kennt mich, ich quassel so, so gerne. Aber ich hoffe, ich konnte es kurz halten und ihr findet es auch besser. Ja, wie gesagt, immer gerne eine Frage in den Kommentaren unten stellen, weil in jedem am Ende vom Food Diary beantworte ich eine Frage von euch, damit es ein bisschen Spannung ist, ein bisschen, nicht immer dasselbe, ne? Einfach von mir halt so ein Spinner. Und ihr habt immer so viele Fragen und manche Fragen finde ich einfach besser, wenn ich die persönlich beantworten kann, als wenn ich die irgendwie in den Kommentaren gleich beantworte. Da kann man einfach nicht so viel erzählen und ich erzähle doch immer so gern. Auf jeden Fall hat die Eva Bartsch mich gefragt, mich würde es mal interessieren, was dein Mann zu deinem Essverhalten denkt, sagt. Oder achtet er da gar nicht drauf? Was denkt oder sagt mein Mann dazu? Ja, er findet es ein bisschen krank, wie man so viel Schoki sich reinziehen kann. Er ist halt vom Typ her so, ihm reicht wirklich ein Ripple. Beste Beispiel war erst gestern, da habe ich ja meine Karamellschokolade eingefroren, die übelst lecker ist. Und dann hat er ein Ripple probiert, hat gesagt, schmeckt gar nicht so schlecht, schmeckt ja richtig gut, wenn die eingefroren ist. Dann hat er sich noch ein zweites genommen und dann, also nur so ein kleines, wir reden von so einem kleinen Stück. Und dann hat er gesagt, boah, ganz schön süß, also zwei Stücke reichen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Mir würde nach der ganzen Schokoladentafel, könnte ich gleich nochmal eine essen, so ungefähr. Also, was soll er dazu sagen? Mein Gott, wenn ich mich wohlfühle, was will er dazu sagen? Er ist ganz anders, aber ist halt so. Also, er sagt da nichts Großartiges. Ich soll essen doch, was ich will. Und das, denke ich, darf jeder essen, was er will. Und da würde ich es auch komisch finden, wenn er jetzt sagen würde, nein, Lisa, du isst jetzt keine Schokolade mehr. Es ist mein Mann und nicht meine Mama. Versteht ihr, was ich meine? Also, ist jetzt die Frage beantwortet, ihm ist das wurscht, solange ich mich dabei wohlfühle. Er macht es natürlich nicht, weil er halt keinen Bock drauf hat, aber deswegen meine ich immer, man sollte immer das essen, was man selber Lust drauf hat, wie man selber das will und nicht immer auf andere hören. Jeder Körper ist ganz anders und jeder Körper steht auf andere Sachen, ne? Ich halt auf Süßigkeiten, aber so war ich schon immer und ich bin halt ein Süßigkeiten-Junkie und ich fühle mich gut dabei, mir geht's dabei gut und warum nicht? Ja,
Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Über einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo würde ich mich riesig freuen. So verpasst du einfach keine Videos mehr. Hier unten kannst du die Klingel aktivieren, die Glocke, da kriegst du einfach drauf. Und da kriegst du immer automatisch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online kommt. In letzter Zeit kommen hier ganz, ganz viele Videos von mir online, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht. Mit euch macht es mir wahnsinnig Spaß und deswegen macht mir YouTube so Spaß, weil ihr einfach da seid. Und danke dafür und jetzt wünsche ich euch einfach nur einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!